So, Leute, und herzlich willkommen im schönsten Pyrozimmer Deutschlands zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht, heute gibt es wieder feinster Artikel. Feuerwerkswelt 2021-22 steht auf dem Zettel. Was, Bruder? Und du? Ihr seht, zwei geile Pakete und ein riesen Körper. Ich bin maximal hype, hab aber auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber wir werden ja jetzt mal sehen, was jetzt abgeht. Simba ist auch hyped. Ich würde sagen, wir machen die Scheiße jetzt auf. Let's go! Da sind wir wieder, Leute. Feuerwerkswelt 2021. Ja, also was ich gerade meinte mit ein bisschen schlechtes Gewissen, das war blöd, ich meinte natürlich schlechte Vorahnung, weil ich und der liebe Lennart, wohlgemerkt, das ist eine 1000-Euro-Bestellung, also knapp über 1000. Und ihr wollt mir erzählen, dass quasi in diesem Paket wirklich 75% der 1000 Euro ist? I doubt it. Das ist, Naja, wir haben auf jeden Fall nicht so gute Dinge gelesen. Wir hatten auch schon 2019, ich sag mal, keine schlechte Erfahrung gemacht, aber ganz so glatt gelaufen ist das auch nicht. Ich will gar nicht erst anfangen, wie das hier mit dem ganzen Versand ablief. Das war auch eine Katastrophe. Und Leute, ihr kennt mich, wenn irgendwas wäre. Ich sag natürlich die Wahrheit. Also ich lasse mir hier nichts nehmen und erzähle euch, was hier Sache ist. Allerdings geht jetzt der Junge Dennis erstmal ganz voreingenommen in das Video rein. So, wir fangen an. Wie gesagt, eine 1000-Euro-Bestellung von mir und Lennart. Fangen wir an mit einem schönen Artikel von mir. Und zwar den Delta Fire R10-200. Die gab es letztes Jahr schon. Letztes Jahr neu. Wieder eine wahnsinnig krasse Umverpackung. Gefällt mir richtig gut. Bin sehr guter Dinge, dass die gut werden. Mache ich auf jeden Fall ein Video für euch. Weil die Delta Fire Sachen von Nico haben sich bis jetzt sehr bestätigt. Wohlgemerkt, das Paket wiegt doppelt so viel wie ich. Und ich habe wirklich sehr Panik um mein Bett, dass es hier auseinanderbricht. Aber na gut, deswegen werden wir das ganz schnell entpacken. Weiter geht's mit den Plutonium Rocket von Geisher, beziehungsweise Rubro. Rubro ist ja das ungefähre selbe. Süße Raketen, sieht mir ganz interessant aus. Würde jetzt gar nicht mal großartig sagen, dass das irgendwie Schüttraketen sind. Also auf jeden Fall auch hier, Hype ist da. So, dann hat sich der Herr Sparkling Fireworks ein Messer bestellt. Wie gesagt, das Paket, das ist unglaublich. Das ist 1,40 Meter lang. Das ist arschschwer. Hätte das ohne den Lieferanten gar nicht hier hochbekommen. Ja, Salutraketen von Funke. Sehr hyped. Hat sich Lennart geholt, weil er die jetzt selber zünden wollte. Hatten wir ja schon genau in derselben Bestellung vom selben Feuerwerkshop. Ne? Auch in dem Jahr. Aber naja. So, weiter geht's. Hier haben wir den Giftzwerg. Habe ich bei keinem anderen Shop gesehen. Daher habe ich die hier geholt. Oh, sehr nass. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist schon mal nicht so gut. Ja, da könnte man. Naja, Giftzwerg. Auf jeden Fall von Argento freue ich mich drauf. Ist, glaube ich, sogar eine Neuheit für dieses Jahr. Die haben wir hier auch gleich nochmal. Dürfte natürlich auch noch ein paar Mal kommen. Ist eine sehr gute Batterie, günstig. Deswegen oft bestellt. Genauso wie die Matrix, die ihr schon bei Röder gesehen habt. Eine Top-Batterie habe ich zum aktuellen Zeitpunkt jetzt schon gezündet. Stark, kann ich euch nur ans Herz legen. Video kommt natürlich auch zeitnah. Dann guckt uns hier Österreich an. Eine wunderschöne Weiß-Rot-Blinker-Batterie. Gefällt mir sehr gut, zumindest auf den Videos. Ich bin sehr gespannt, wie die live kommt. Bin ultra, 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 ultra hyped darauf. Weiter geht's mit Bothmer-Ware. Und zwar die Schwerkraft. Ach, macht schon wieder so viel her. Ist unglaublich. Sind schöne Raketen. Schöner Umkarton. Da guckt ein Pyro natürlich auch doppelt und dreifach drauf. Freue ich mich auch schon drauf. Sind, glaube ich, reine Crackling-Raketen, meine ich. Und weiter geht's mit der Balzer. Das ist irgendwie ein sehr lustiger Name. Das erinnert mich immer an solche, wie heißt denn das in der Tierwelt? Balztänze oder so? Auf jeden Fall die Balzer, eine Batterie von Lennart. Und jetzt, Leute, was Wunderschönes. Und zwar gab es schon seit letztem Jahr die Terramoto von Elgato. Eine Salutbatterie, die in einer verfickten Sekunde 50 Shots rausballert. Das ist geistesgestört, das ist krank, das könnt ihr mir glauben. Freut euch drauf, wenn ich die zünde. Oh, da bin ich maximal hyped. Wie gesagt, alles sehr kalt in der Bestellung und ein bisschen nass. Ich hoffe, das hat keine Nachteile. So, und dann herzlich willkommen im deutschen Markt. Auf dem deutschen Markt natürlich. Ob das allerdings so legal ist, weiß ich auch nicht. Ich meine zu wissen, dass eine deutsche Batterie auch eine deutsche Beschreibung haben muss. Das ist bei dieser Batterie nicht der Fall. Außerdem ist die auch sehr nass. Allerdings, wir lassen uns nicht lumpen und gucken da mal kurz. Die CE-Nummer ist hier.
F2 ist auch da. Wie gesagt, falls ihr euch jetzt wundert, dieser Shop, Leute, also Feuerwerkswelt, hat jetzt seit dem Jahr 2021 auch 1.3G Versand. Deswegen auch 1.3G Ware. Die Salutbatterie von Dumbum, also Classic, ist natürlich auch 1.3G. Und jetzt etwas, auf das ich sehr hyped bin, und die sind ja sowas von klein, das ist ja ein Witz, das hätte ich ja niemals gedacht. Hier meine Hand, passen perfekt auf die Hand, holen wir auch gleich mal raus. Sind die ABA Blitz und Donner, ganz krasse Raketen. Ich weiß nicht, ob dazu ein Video folgen wird, ist allerdings sehr relevanter Artikel für mich. Wow, Junge, sind, Alter, seid ihr schön. Das ist ja unglaublich. Ja, ihr müsst euch da auf jeden Fall mal ein Video reinziehen, sobald ich das noch nicht online habe. Wunderschöne Raketen mit krassen Aufstiegseffekten. Auch ganz neu in F2 in Deutschland. Blinkaufstieg. Ganz krass, erinnert ganz stark an F3-Raketen. Boah, bin sehr gespannt auf die. So, das Ganze natürlich auch zwei ganze Male. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, ist eine sehr kleine Packung. Also, ey, das wundert mich schon. Ich dachte, die sind ja viel größer. Das ist so eine, ja, Pfeifraketengröße fast. Gute Überleitung, Pfeifraketen, oh, seid ihr schön, sind die Triller 3-Stufen-Raketen von Funke. Ich weiß nicht genau, ob das eine Neuheit für dieses Jahr ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber sind auch, glaube ich, gar nicht meine. Hat sich der Lennart gegönnt. Und dann hier, ganz dringende Empfehlung, Leute, kauft mehr, Alter, sind die leicht geworden, hui, Titanfackeln von Argento, krasser Artikel. Wunderschöner Artikel. Ich liebe ihn. Ich liebe, liebe, liebe diesen Artikel. Gibt es in ganz, ganz vielen Farben. Kauft euch die. Titanfackel Weiß. Haben wir hier schon zweimal. Und zum aktuellen Zeitpunkt muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, bis jetzt noch nichts Negatives erlebt ihr. Alles bis jetzt da. Außer, dass halt, wie gesagt, alles in einem Paket. Weiß ich nicht. Oh Gott, bist du süß. Ich dachte auch, du bist größer. Krass. Haben wir hier von Fuhrwerk Total die Triple Riot. Heuler, Salut. Mehr braucht ihr nicht wissen. Dann holen wir hier was raus, was ich ersehnt habe. Oh, ich habe mich nach denen gesehnt. Letztes Jahr wollte die haben. Jetzt habe ich sie. Screenshots von Funke. Geil. Sagt eigentlich der Name schon, was hier rauskommt. Grandioser Artikel. Ich bin mal gespannt, ob der auch sehr laut ist. Das Ganze natürlich zweimal. Wow, wirklich eine krass, krasse Box. Haben wir hier was vom Lennart. Eine schwarze Box, die nicht viel sagt. Pyro Union. Mehr steht hier auch nicht drauf. Chirapa. Aha, wir gucken mal rein. Und zwar haben wir ja ganz böse Schallerzeuger. Sind das dicke Dinger. Also das macht mir wirklich schon einen Polenböller-Vibe. Unglaublich, sind richtig schön leicht, aber ist in P1 gelistet und mit Blitzknallsatz. Ganz interessant. Ich habe relativ viel Angst vor denen. Lennart hat die sich bestellt. Bin ich sehr gespannt, Lennart. Und dann, it's a mess. Haufen mal, ihr kennt mich. Ihr habt es schon in den letzten Jahren gesehen. Aion. Ist hier eigentlich wieder gedacht für einen 0-Uhr-Verbund. Sollte 10-mal die Aion sein. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wunderschön. Lege ich euch auch auf jeden Fall ans Herz. Ist eine krasse Batterie. Für 2 Euro im Schnitt. Mit ultra viel Crackling. 7 Schuss. Genial. Hier blickt mich was Goldenes an. Wollte ich auch unbedingt. Haben wir hier von Geicher. Oder Rupro, ich bin mir jetzt nicht sicher, was genau der Vertrieb ist. Auf jeden Fall aus der Meisterwerk-Kollektion, den Brokatmeister. Richtig sexy Vulkan, ganz interessant. Hui, Leute, falls ihr was genommen habt, ich hoffe, ihr habt jetzt den schönen Trip. Interessante Fontäne, zeige ich euch auch auf jeden Fall nochmal live. Wir befreien mal hier weiter. Haben wir hier noch... Ach, die habe ich noch gar nicht vorgestellt. Siehst du, ist hier die Firlefanz von Argento. Ist, glaube ich, von letzten Jahr eine Neuheit. Die wollte ich letztes Jahr schon. Eine schöne Blaubatterie. Ich freue mich ganz doll drauf. Oh, herrlich. Auch so ganz klein und günstig. Ihr seht's ja. Ist... Ne? Klein. Krass. Ich habe wirklich gedacht, das wird mehr oder weniger ein Rage-Video. Aber ich bin bis jetzt echt zufrieden. Top. Okay. Noch einmal natürlich die Firlefanz für den Preis. Österreich ist natürlich auch nochmal vertreten. Für Elefants. Ja, wie gesagt, das fühlt sich immer so ein bisschen an, als würde ich hier in so einen See greifen. Ihr seht es auch hier, sehr beschlagen. Eine Neuheit letztes Jahr auf dem deutschen Markt. Die Dumbum Single Shots in F2 für Deutschland. Hier haben wir, nee, keine deutsche Beschreibung. Wirkt mir alles nicht so ganz legit. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Das war doch so, dass eigentlich ein Artikel immer eine CE-Nummer und eine deutsche Beschreibung auf jeden Fall vorweisen muss. Ist das nicht so? Noch ein Titan Bengalo Weiß. Die heißen jetzt übrigens Titan Fackel. Stimmt. Neue Charge. So, jetzt holen wir mal ein dickeres Ding raus. Und zwar die K
Carolus. Oh, die sieht echt schön aus. Ist eine Batterie von Lennart, meine ich. Wow, sieht echt grandios aus. Werden wir uns auch wieder angucken, zusammen. Mal gucken, was hier rauskommt. Tja, Leute. Ha, mittlerweile, während ich mal die Blitzis raushole. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ne, die Lieferung kam an und mittlerweile ist schon wieder Feuerwerk verboten in Sachsen. Ist natürlich perfekt. Deswegen wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht in Sachsen gefeiert. Das ist einfach nur noch Krampf. Deswegen geht es dieses Jahr nach Berlin mit Giftzwerg. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr das Beste draus macht. Jeder für sich. Ich hoffe, dass natürlich auch nächstes Jahr besser wird, weil das ist einfach nur alles nur noch sehr nervig und ich habe die Schnauze sowas von voll. Deswegen wird es einfach nur Zeit. Ja. Und Berlin ist bis jetzt alles noch legit. Wie gesagt, Giftzwerg, Matrix, glaube ich, alle so 4-mal bestellt. Giftzwerg sogar 6-mal. Ganz krasse Batterien. Und jetzt geht's weiter. Du bist so kalt! Aber bestimmt auch gut. Die Bloody Chameleon von Bonfireworks, also Rupro, bin ich auch sehr gespannt. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich schon die andere gezündet. Die war hammergeil. Ich bin sehr gespannt, ob die genauso geil werden. Haben wir wieder den Giftzwerg. Ich glaube jetzt schon, da kann ich eine Empfehlung ausschreiben. So, und jetzt, der Herr hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen und bestellt sich selber eine Terremoto 10 Sekunden. Also die dürfte auch ganz schön brettern. Bin ich auch sehr gespannt. Geil, gefällt mir schon. Richtiger Klopper. Weiter haben wir hier ein Riesenkaliber. Leck mich am Arsch. 30 mm Great Strobe. Also da wird einiges rauskommen. Du leck mich am Arsch, ey. Krass, sehr gespannt. So, und ihr seht, die Kiste wird schon echt leerer. Matrix haben wir hier. Hatten wir heute noch gar nicht, glaube ich. Ich habe halt hier die Giftzwerg bestellt. Ha! Lustig. Und dann haben wir hier für den Juden Philly, Alter. Philly, wenn du das siehst im Nachhinein. Den habe ich mal ein paar Bombenrohre bestellt. Das sind die Lord of Thunder hier. GBV Weko. Und was haben wir hier noch? Aftershocks von Geisha. Auch sehr interessant. Dann haben wir hier die Lord of Thunder in der Ultimate Gold Collection. Wie gesagt, Stückpreis ist ja 2 oder 1 Euro. Das ist gar nichts. Deswegen für den guten Philly mitbestellt. Also Philly, falls du es siehst. Und nochmal Lord of Thunder. Genau. Und jetzt widmen wir uns dieser Ecke hier drüben. Ziehen wir mal noch ein was raus. Haben wir hier zum Beispiel schon mal die Scream Rockets 2. Sehr interessant. Auch zum ersten Mal in der Hand. Und jetzt holen wir mal einen fetten Schinken raus. Und zwar eine Batterie von mir. Und zwar die Hydra. Ein Wahnsinnsklopper. Kann ich kaum in der Hand halten. Deswegen stelle ich den mal wieder ab. Boah, freue ich mich auch drauf. Hätte ich letztes Jahr schon holen sollen. Genauso wie. Hat man letztes Jahr schon. Extrem geile Batterie. Expression von Argento. Verlinke ich euch auf jeden Fall mal hier oben. Ist ein starkes Ding. Stark. Auf jeden Fall eine Empfehlung geht raus. Genauso, ey. Genauso, Leute. Wie für die Future Hulk. Hammer Ding. Video dürfte auch schon online sein. Eine Hammer-Blinker-Batze. Hammer-krass. Stark. Wie krass die war. Das ist unglaublich. Das kann man kaum in Worte fassen. So, und ihr seht, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Hier haben wir noch was geistig Dünnsches. Obwohl, naja, die Austria ist sehr geil, denke ich mal. Aber hier haben wir noch ganz viel Lennart-Ware. Und zwar hat der gute Lennart sich die Tygonos geholt. Eine sehr schöne Batterie. Video auch mal hier. Wahnsinn. Geile Goldcracker, schöne blaue Sterne. Ist ein Träumchen. Ein Träumchen für wenig Geld. Ja, wie gesagt, einmal, zweimal ist sie hier. Und dann ist sie hier noch ein drittes Mal. Oder ein viertes Mal? Und ein viertes Mal. Krass. Okay, weiter geht's. Oh, blau, laute Zerleger, große Zerleger, Ultramarin von Argento. Schönes Gerät. Geil, freue ich mich auch schon drauf. Wollte ich schon letztes Jahr haben. Und hier natürlich das ganze Spaß. Das ganze Spaß. Deutsch. Noch ein zweites Mal. Zwei Artikel warten auch schon. Das ist natürlich einmal die Funkenfinale 1. Hat sich der Lennart gegönnt. Welch eine schöne Batterie. Unglaublich. Freue ich mich auch schon drauf, die live zu sehen. Und dann hier unten haben wir noch was. Ja. Okay. Okay. Haben wir hier einmal von TNT. Wo steht denn der Name? Hier. Fata Morgana. Auch sehr interessant. Neuer Hersteller seit letztem Jahr. Wollte ich eigentlich auch schon haben. So, und jetzt gucken wir uns kurz nochmal die anderen zwei Pakete an. Ich freue mich darauf. So, back at it again, Leute. Und ihr seht schon, die Hand Gottes
Die wurde natürlich aufgemacht. Ja, das sind die zwei Pakete, was ich gerade schon erwähnt hatte. Das sind auf jeden Fall zwei schöne Verbünde. Gucken wir uns erstmal den hier an. Das stand auch schon drauf. Und zwar ist das die Special Nummer 4 von Catan. Das ist quasi eine geupgradete Geisterblitz, wenn man das mal so sagen mag. So sieht das aus. Wunderschön. Steht auch nochmal hier. Holding Comet to Cactus. Also quasi mit so Crackling-Zerlegern oben. Und jetzt haben wir nur noch den Atze hier. Das ist ganz, ganz böse. Meine Hand als Vergleich, das ist der größte Verbund, den ich jemals hatte. 200 Euro, die Hand Gottes. Einfach nur absolut sexy. Aber Leute, ich muss natürlich ehrlich sein. Hab gesagt, ich bin ehrlich und bleib ehrlich. Die Ernüchterung kam natürlich gerade nochmal, wo ich den Schein angeguckt habe, was ich bestellt habe. Es fehlen unglaublich viele Artikel. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, weil die Sachen, die wunderschön sind, überwiegen. Aber es fehlen 120 Euro an Artikeln und das ist schon ganz schön asozial. Also in dem Sinne, Leute, wohlgemerkt, keine Ersatzartikel oder irgendwas. Hier ist keine Ersatzartikel, null. Und es wurde dazu auch nichts geschrieben, hätte ich jetzt diesen Zettel nicht angeguckt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt es sehr genossen. Ich kann nur bedingt empfehlen, bei dem Shop zu bestellen. Ich meine, super Artikel, klar, Preis-Leistung, klar. Aber, Leute, wenn Artikel fehlen, das kotzt einfach nur jeden an, oder? Naja, egal, Leute. Ich wünsche euch noch was. Das war, glaube ich, dieses Jahr das letzte Unboxing. Und ja, wir sehen uns dann wieder im Jahr 2022. Beziehungsweise mit dem Video sehen wir uns, glaube ich, schon im Jahr 2022. Genau. Bis dann, haut rein, macht's gut. Bleibt cool. Ciao, ciao.